Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Hallo erstmal, ne? Ja, wir werden ein bisschen die Lage jetzt auch noch weiterhin verwerten. Wir werden es mal in den globalen Markt reinbringen. Und dann auf der Marsch verarbeiten, entweder zu Energie oder zu Futter. Jedenfalls liegt er da mal ganz gut aufgehoben. Und wir brauchen ja auch Futter für später für hier, wenn der Umzug mal kommen sollte. Ne? Man muss ja vorbereitet sein, ich habe noch viel Arbeit vor mir. Also ich überlege, es muss ja noch alles hier in den Lager reingefahren werden. Dann müssen die Fahrzeuge in eine Position gebracht werden, wo ich sagen kann, der, aha, das Feld ist dann, also wie auf Feld 12 zum Beispiel, könnte man es raufstellen. Originalhöhe, hier ist ja keine Originalhöhe, das ist ja das Problem. Das heißt, die würden in der Luft hängen, okay, die würden runterfallen. Noch blöder wäre es, woanders abgesenkt wäre, dann wären die ja in der Erde. Ne? Von daher muss ich einen Platz suchen, wo sie stehen können. Dann fahre ich am besten auf Feld 12, da ist gleich um die Ecke. Die Felder sind alle Originalhöhen. Mein Hof 3 ist im Großen und Ganzen auch einfach auf Originalhöhe. Ne? Also da überall, wo jetzt die Hallen sind, das ist ja original. Und der Kuhstall, ne? Würde gehen, da muss man halt da wegfahren, wo sie jetzt stehen. Ne? Ich meine, gut, da würden sie in der Luft hängen. Ne? Das wäre auch nicht ein Problem. Ne? Oder der Kuhstall hier ist aber abgesenkt, wenn man so sieht. Da muss man vorher alles schön wegräumen, ne? Die Maschine. Sonst sind die mitten in der Erde. Gut, man könnte die jetzt theoretisch Zeug setzen Richtung Markt. Aber das kann man sich ersparen, die Arbeit, wenn man das vorher entsprechend hinstellt. Ne? Das Sägewerk verkaufe ich vorher. Ja, wir haben noch Schulden. Das werde ich jetzt mal zurückzahlen. Ich habe gesehen, in der Nacht kamen Zinsen. Schlecht. So. Das zahlen wir jetzt zurück. Muss ja nicht sein, die Zinsen immer mehr. Am Ende. Landkauf hat ein bisschen Geld gekostet. Aber übrigens, wenn die Rüben reif sind, die kann man auch bei Regen ernten. Das kann man auch noch machen. Muss ich mal kurz gucken, ob da das Feld. Könnte man ja kaufen. Das ist kein Problem. Da auch? Nö. Mal hier nicht. Da. Hier ist ja ein Rübenfeld. Die 27. Ist noch nicht reif. Okay. Die 53 ist da drin. Das ist gepflanzt. Das wurde da gepflanzt. Raps. Bestimmt, ne? Nö. Die erste. Und. Mais? Auch nicht. Und das ist reif? Gemein. Das musst du ja vorausgesehen haben. Na gut. Okay, Problem. Ernten können wir es auch nicht. Gehört uns ja nicht. Könnte man auch nur warten, bis es trocken wird. Geht ja um Körnermais. Silage kann man ja theoretisch oder Häcksel kann trotzdem beregen. Das ist kein Problem, aber. Das will ich ja eigentlich gar nicht. Aber extra den Maisgebiss gekauft. Oder vom Wetter her. Sieht nicht rosig aus. Ist nur ein Tag, wo trocken ist. Das wird nicht trocken, das ist ein Problem. Dann wieder Regen. Und dann kommt der Winter. Das muss Januar sein. Oh je. Wenn die Vorhersage nicht hoffentlich ungenau ist. Also heute Regen. Und Donnerstag auch noch Regen. Freitag, Donnerstag und Freitag ist trocken. Theoretisch. Trocken. Mit Wind, naja, sagt gar nichts aus, ne? Hoffen wir das Beste. Sind noch immer noch ein paar Mal Geräte ausleihen, dass wir mit 6 Maschinen arbeiten müssen. Würde den Soja ungern häckseln. Wäre unnötig. Naja, ich werde den sogar verkauft. Mais hätte ich auch ganz gerne verkauft. Als Körnermais. Hier in Thüringen. Der Marsch kann mir jetzt Whisky aus herstellen, theoretisch. Aber ich habe den noch keinen Schreiner und noch keinen. Also kann ich so. Erstmal Zement für die Brücke.
Das muss ja auch bezahlt werden, das kommt da noch hinzu. Aber ich mache schon mal einen Verbrenner frei, damit wir da zumindest theoretisch ein bisschen was reinfahren könnten, ne? Ich möchte ja das verwerten, das ganze Mais. Muss man bald einen Kurs einfahren, ne? So. Wenn so viel ist, können wir noch machen, ne? Muss ich mal gucken, wie wir am besten fahren können. Da wäre ein Kurs. Aha. Aber kein Punkt zum Abladen, ne? Gut, dann machen wir einen Punkt fertig. Belan, Silage. Da zum Beispiel. Ich glaube, ich kann das nicht delegieren. Meter. Ah, weiß Bescheid. Kriegen wir so nicht alles hin. Stellen. So, okay. Umschlag auf Silage. Ich muss das sowieso später mal von neuen Karte neu einfahren, weil die ganzen Gebäude ändern sich sowieso. Silage. Geladen. Und Abland globaler Markt. So. Dann können wir uns nicht mehr um Mist kümmern. Das muss ja auch mal gemacht werden. Denn 800.000 Liter fahren, das muss ich nicht haben. Kühe müssen noch umgestaltet werden normalerweise, also die Kälber. Also sowas. Viel Arbeit und viel, viel, naja, steckt Geld drin, ne? Also richtig, das wollen wir nicht verschenken, immer so. Ich meine, wie ein 1000 Liter und so, wird mir keinen Kopf machen, deswegen, ne? Also wie ein Mist auch nicht, deswegen. Aber wenn wir fast eine Million noch haben, das ist schon heftig. Die Lage und so, das ist schon ein Haufen Geld. Auch wenn die hier so wenig zahlen, ne? Aber trotzdem, wir sehen, 190.000 glaube ich für die BGH gekriegt. Ja, das ist nicht verschenken. Ich habe jetzt mal gesehen, da gibt es jetzt so eine automatische Bestückung für die BGH. Aber das Hauptproblem ist aber ja, dass ich hier so schlecht ankomme mit Fahren, ne? So, wenn man den Mist vergolden, das ist ganz gut. Gut, der ist er. Lange stand er schon, ne? Kühe haben es gut. Die haben schönen Stall mit großen Scheiben, mit viel Licht. Früher haben sie nicht so viel Licht gehabt, da waren. Wenn die Fenster waren kaputt, waren ein gutes Tor hingestopft. Teilweise. Gab keine Ressourcen, die das entsprechend hergaben, ne? Scheiben und so. War ja auch Mangelware. Glas. Kann man heute nicht vergleichen. Heute ist alles Datenüberfluss. Muss nur Geld haben. Nur wer Geld hat, kann Atem im Prinzip nennen Moneten, ne? So. Das läuft. So, mal gucken. Tag. Wasser? Na ja, gut.
Blocking Heu. Na, ist er fertig oder was? Dann ist Heu alle. Wo ist er? Wenn nicht zurücksetzen. Dann blockiert mir der andere. Aber das muss man mal wissen, ne? Steht garantiert hier und wird nicht voll, weil er nicht mehr da ist. Ja, das ist auch so. Dann ist das so. Wenn man gleich mal den ganzen Mist den letzten Fuhren dann entsprechend da an der Mischung gegriffen war. Dann haben wir Heu hier auch raus. Heu und Silanus raus. Das ist gut. Das geht man gleich mal hier rein. Oh, die Lenkung. Ich wollte die Anna eigentlich jetzt reparieren, also die Fahrzeuge hier verrichten für, aber gut. Dann schnell noch Heu. Da war ja nicht mehr viel. Hauptsache steht nicht im Weg. Genau, die Lage. Das muss ich ja nicht selber machen, ne? Gewisse Dinge kann man ruhig delegieren. Hätte ich bei Heu auch machen können. Oh! Jetzt will der woanders lang fahren, gibt doch gar nicht. Das ist so ein Ding. Marfa da durch, mal nicht. Oder will verkaufen. Ah, ja, genau, er will das. Ja. Ist er nicht mehr. Einmal fahren noch und dann ist erledigt. Da kann er Mischfutterfabrik erstmal noch arbeiten für die Mischfutter und dann kann er den ersten Plus das Futter vom globalen Markt holen zur Not. Ne? Zur Not. Die Milch wollen verkaufen nachher. Den besten Preis und dann nachher hier ist Silage, Heu. Das hat mir gedacht. Bisschen Platz machen hilft schon, ne? Ja, da muss man so eine Art Straßenmarkierung machen, ne? Aber gut. Ist nicht so einfach. Anführungszeichen. Ich würde immer noch stören jetzt, egal. So. Da sind wir wieder. Der Krone ist nicht schlecht. Das einzige Problem ist, dass der eine Autoloader diesen nicht erkennt. Und das ist dann blöd. In Anführungszeichen. Dass das nicht gleich die gleichen Ballen sind wie die anderen auch. Obwohl es eigentlich die gleichen wären normalerweise. Die Strohballen sind Strohballen normalerweise. Auch mengenmäßig ist es gleich. Trotzdem kann es. Kann man ja nicht erkennen. Dann werde ich hier Mustangs, glaube ich, verkaufen müssen. Dann wir später auch hier. Das ganze Stroh kommt wegen weg. Das ganze Stroh kommt wegen weg. Also da liegt nichts mehr. Im Feld 10, muss man mal ganz kurz gucken. Da lag ja ein bisschen mehr. Da ist auch, glaube ich, nichts mehr. Ne? Alles weg. Das ist dann schon. Fies, ne? Also verrotten tut es normalerweise so schnell nicht, weil es ja auf dem Feld eigentlich gut Luft rankommt, ne, und schnell wird trocknet. Es würde höchstens zum Frühjahr wird es deutlich verrotten, also wenn es im Winter immer feucht gehalten wird vom Schnee und so, aber ansonsten
Jetzt will er hier lang oder was? Gut, er will jetzt zum Kuhstall, ne? Ja, viel Mist da. Aber braucht lange, ne? Aber mit dem Förderband arbeiten ist auch blöd. Anführungszeichen, ne? So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, hier geht's morgen weiter. Einmal Heu noch und dann fertig. Und dann müssen wir die Geräte warten und reparieren. Ansonsten, ja. Morgen ist Freitag. Ihr wisst ja, die Woche habe ich dann wieder Spätschicht. 18 Uhr Livestream wird nichts. Das kann nicht gleich sein. Da wird noch Arbeit. Und wenn, 20 Uhr frühestens. Ne? Wer da sein möchte und gerne gesehen, würde mich darüber freuen. Ansonsten heute und schönen Dank fürs Reinschauen. Wie gesagt, letzte Woche schon ab zum Angesprochen. Würde mich freuen über einen Like und einen kleinen Kommentar. Und zwar geht es darum, wegen dem Algorithmus von YouTube Vorschläge für andere Zuschauer. Ich habe es mir mal so durchgelesen, es könnte damit zusammenhängen, dass Kommentare und Likes das ja, fördern würden, ne? Sag mal so, ne? Man kann es ja mal testen. Ein Kommentar muss nicht viel stehen, einfach ein Hallo, das reicht schon, dann mache ich Hallo zurück und dann ist es gut. Da geht ja nur darum, dass da was steht, ne? Also das ist ne? Ein paar Buchstaben halt, ne? Daumen hoch oder so, top, bestens und dann ist gut. So, dann mal tschüss, ciao, und schön, danke fürs Reinschauen, bis dann, ne? Tschüss.